Hüte Nacht! Die Nacht der Katze, sie ist da! Wow! Bei meinen Katzenschnurrhaaren! Was passiert hier? Legende. Wie cool! Extra Katzenfähigkeiten! Ich hab's gesagt! Ich kann die Kraft spüren! Ich bin gefangen! Na, hattet ihr Spaß mit meinem Buch? Es zu schreiben war sehr lustig! Luna, das warst du? Und das mit den Katzen warst du auch? Nein, meine treuen Mondmotten! Und das hier sind Mondstatuen! Wenn man sie richtig aufstellt, erhält man ein Mondrad. Ein Mondrad? Stopp! Ich habe dauernd versucht, das Wort Katzenfähigkeiten zu sagen. Und es gibt sie nicht mal? Nö, jetzt seht euch das Mondrad an! Und das Coole ist, was immer da drin ist, verleiht ihm Kraft wie eine Batterie. Und das bist du, Kätzchen. Deine normale Katzenkraft macht das Rad super schnell. Los, Kätzchen, los! Spar dir die Kraft. Je mehr du dich wehrst, desto schneller wird es. Wow. Super, super, Gecko-Muskeln. Gecko! Das hat's nur noch schneller gemacht. Tut mir leid. Ein gutes Training. So kann ich besser werden. Tut mir leid, dass ihr Mondball spielen musstet. Ich hab's. Leute, wacht auf! Bitte! Wir sind die PJ Masks schon vergessen? Mond! Wisst ihr noch, als Romeo mich geschrumpft hat? Oder als wir Weihnachten gerettet haben? Mond! Wacht schon auf! Wir sind es! PJ Masks, Pyjama-Helden. Kommt schon, ich weiß, ihr seid da drin. PJ Masks, Pyjama-Helden. PJ Masks, Pyjama-Helden. Verbrechen zu bekämpfen, geht am besten. Ah, na, wenn alle im Bett sind. Ja, ihr seid zurück. Puh. Entschuldigt, dass ich mich vom Spiel mit den blöden Bällen hab hinreißen lassen. Ich konnte einfach nicht anders. Das wird nie wieder vorkommen.
Okay, also wie lautet der Plan? Ich wusste, dass Romeo dahinter steckt. Zeit, Gas zu geben. Katzentempo. Warte, lass mich erst aussteigen. Ich kann uns besser von draußen beschützen. Vielleicht sollte ich das auch tun. Nicht nötig. Greifen wir an. Ups, falschen Knopf gedrückt. Katapult! Super, einen Griff! Ringelndes Reptil! Ha! Ihr habt keine Chance, Pyjama-Helden! Also, welche Tollpatschigkeit passt am besten zu dieser klebrigen Echse? Schrägstolperer? Dralldreher? Nein, Flugschwinger! Perfekt! Ich guck nur von unten, ob's Gecko gut geht. Also, Leute, was ist hier los? Keine Ahnung. Ich kann mich nicht mal an der Stange festhalten. Natürlich kannst du das nicht. Dank mir hast du jetzt Flutschfinger. Dann macht also der Strahl tollpatschig. Das ist nicht irgendein Strahl, sondern der genialste Tollpatschig-Strahl aller Zeiten. Oh nein, er hat Gecko verstrahlt. Ja, weil du nicht zugeben willst, dass er dich auch erwischt hat. Er ist wegen deinem tollpatschigen Fahrstil aus dem Katzenflitzer gestiegen. Was? Ich und verstrahlt? Niemals! Seht euch meine geschmeidigen Katzenbewegungen an, während ich den Strahl ausschalte. Super Katzentempo! Nein, Catboy, warte! Vielleicht wurde er doch nicht verstrahlt. Super Katzen! Ich bin ein großes Kind. Mich kann keiner schrumpfen und meine Freunde auch nicht. Alles soll wieder in normale Größe verwandelt werden. Los geht's, Pyjama-Helden! Sei vorsichtig, Catboy! Keine Sorge, ich schaff das! Ha! Alles, was du schaffst, ist Schrumpf! Catboy! Das ist grauenhaft! Oh, seht euch das kleine Kätzchen an! Einer geschrumpft, fehlen noch zwei! Hinterher, Ninjalinos! Wir brauchen das Gerät, um mich zurückzuverwandeln. Deine Stimme, sie ist so quietschig. Wir helfen dir! Ich brauche keine Hilfe. Ich bin in einem kleinen Körper gefangen, aber ich bin immer noch ein großes Kind. Und das beweise ich. Super Katzentempo! Okay, lass mich runter, ihr miesen Mini-Ninjas! Bringt ihn zum Tanzen, Ninjalinos. Was? Ich will nicht tanzen. Aber als tanzender Pyjamalino wirst du so gut aussehen. Mein Plan ist brillant. Nicht so brillant, wie die Weltherrschaft an sich zu reißen. Natürlich ist er das. Hast du je diesen Tanz gesehen? Ist gut. Aber wenn ich Herrscher der Welt bin, kann ich tun, was ich will. Super Gecko-Tarnung. Aber warum solltest du irgendwas anderes tun, als hierbei zusehen? Hab dich, Catboy! Und ich hab dich auch! Hört auf zu starren, Ninjalinos! Hinterher! Ringelndes Reptil, wir brauchen einen Plan! Einen, der auch mit dir im Kleinen funktioniert! Oh, Catboy, er mag dich! Nein! Komm her, du musst jetzt gehen. Hör auf damit, wir spielen nicht Fang. Bist du?
was? Ich glaube, er will nur Spaß mit dir haben. Ja, warum sollte er denn sonst mit dir spielen wollen? Spielen? Seht euch das Durcheinander an. Das ist eine Katastrophe. Das meiste hast eigentlich du angerichtet. Nein. Na los, jetzt geh schon. Catboy, er hat Angst. Du kannst ihn nicht einfach wegschicken. Das müssen wir. Ein freilaufender Ninjalino bedeutet, dass Nachtninja irgendwas vorhat. Wir müssen hier weg und ihn finden. Zum Eulengleiter! Suchen wir Nachtninja. Super Eulenaugen. Stoppen wir diese Boxhandschuhe. Super Katzensprung. Und ich sorge dafür, dass Romeo nicht sieht, was wir tun. Hey, was machst du da draußen? Das wirst du bald merken. Was? Und jetzt werde ich deine Maschine ein bisschen umbauen. Super Gecko-Muskeln. Ja! Ups. Pass auf, Gecko! Er rutscht ab! Super Eidechsengriff! Cooles Chamäleon! Schaut! Das Teil von Romeos Bulldozer wird zu einem tollen Springstock! Das ist ein Sprungdozer! Ich werde meinen Bulldozer reparieren und es euch zeigen, ihr Plagegeister! Mein Umhang klemmt fest! Schnell, aber ich kann auch schnell sein mit meinem Sprungdozer. Halte durch, Eulette. Ich komme und rette dich. Hä? Catboy, was machst du da? Ich bin der, der wie eine Katze springen kann, Gecko. Deswegen bin ich der Beste darin. Was? Du hast doch gesehen, dass ich es kann. Und los geht's. Catboy, auf zur Rettung! Catboy, ich muss dieses blöde Ding hier rauskriegen. Ja! Catboy, auf zur... Catboy, auf zur... Wow! Catboy, auf zur... Okay, Catboy, jetzt lass mich! Ah, mein Bulldozer geht wieder! Bald werde ich die ganze Welt mit meinem Schniefelpuff vollstinken! Schniefelpuff, Igitt! Stopp den Pyjama-Helden! Mach ich, Eulette! Sobald ich dich mit dem Sprungdozer abholen kann! Hä? Schlitternde Schlange! Catboy, lass mich das machen! Du hast gesehen, wie schwer es ist, Gecko. Überlass es lieber mir. Aber du warst der, der runtergefallen ist! Ich weiß und ich will nicht, dass dir das passiert! Catboy! Runter von mir, Wolke! Wenn ich nur diesem Regen entkommen könnte! Mein Mondmagnet! Lauf, Catboy, lauf! Komm schon, Catboy! Oh ja! Catboy saust wie der Wind mit seinen super... Oh! Es ist nass, es ist nass! Catboy, ich komme und helfe dir! Mondbart! Mehr Wolken! Mehr Wolken! Super Eulenflügel! Nein, 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 Wasser! So nass! Oh, warum ich? Catboy, warum Regen? Hör auf, dir Sorgen zu machen, ob du trocken bleibst. Stoppen wir Luna Girl nicht vor Sonnenaufgang, wird sie den ganzen Himmel verwolken. Es tut mir leid, ich bin total wasserscheu. Aber du hast recht, ich lasse euch nicht nochmal im Stich. Dann nichts wie los. Oh, Mondkräfte, macht diese Wolke größer und mit mehr Regen. Sie soll Catboy überall hin verfolgen. Ich sehe ihn gern wie ein verschrecktes Kätzchen rumrennen. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Oh, ich schaff's doch nicht. Nicht wegrennen, Catboy. Ich brauch dich, um Luna Girl zu stoppen. Und keine Angst. Es sind doch nur ein paar Tropfen. Mondkräfte, verfolgt sie. Wo bist du, Luna Girl? Tu sie runter. Kommst du nicht durch, Luna Girl?
Oh, ich glaube doch. Solange du eine dumme kleine Miezekatze bist, die Angst davor hat, nass zu werden, kannst du nichts daran ändern. Und das bedeutet, ich gewinne! Ich gewinne! Hi-ya! Nein, 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 nein! Wow, wo fliegt ihr denn hin? Nein! Hey, hört auf damit! Fliegt zurück in die Kiste! Ihr versteht das falsch! Ich will euch retten! Catboy, hör auf, so grob zu sein! Hä? Worauf zeigt ihr denn? Hä? Hey! Nein! Haben mich die Schmetterlinge gerade auf meinen Allerwertesten geschubst? Ja, das stimmt, Catboy. Wiedersehen, unnütze Motten. Genau so war's richtig. Ich hab doch nur versucht, sie zu retten. Vielleicht waren sie böse, weil sie in einer Kiste waren. Keiner wird gern rumgeschubst. Ist es nicht so? Ja, du hast recht. Ich war grob zu ihnen. Und als sie mit mir grob waren, mochte ich es auch nicht. Seht ihr, PJ Masks? Diese einfältigen Flatterer hier folgen mir und sie werden alles tun, was immer ich ihnen sage. Los, Schmetterlingsschutztrupp! Schnappt sie euch! Was macht ihr? Ihr sollt sie ergreifen! Ach, ihr seid unnützer als die Motten! Dass Luna Girl zu ihnen grob ist, mögen sie auch nicht. Ha! Dann hole ich euch mit meinem Mondmagnetenstrahl! Tut, was ich euch sage, ihr verrückten Flatterer! Aufhören! Stopp! Oder ich! Grob und derb zu sein, bringt's nicht. Höchste Zeit, ein Held zu sein! Na los, gehen wir! Los, los, los! Da ist Meister Fangs Dojo. Dort gibt er Kung-Fu-Unterricht und zeichnet seine Sendungen auf. Wow, sein Schwert ist wirklich toll. Und da sind wunderschöne Juwelen drauf. Ja, für jedes Lehrjahr bekommt es ein Juwel mehr. Plan. Okay, erweck du Nachtninjas Aufmerksamkeit. Du tanzt dich und schleichst dich an ihn ran. Ich fliege hin und... Ich ertrag es nicht, dass er das Schwert von Meister Feng schwingt. Er hat es gestohlen. Klar, aber... Catboy, nein! Gakanda Gecko! Du wirst nie so gut sein wie Meister Feng, Nachtninja. Gib das Schwert zurück. Die Vorstellung beginnt. Komm zurück! Was sollen wir tun? Schnell, helf mir, Catboy! Super Katzensprung! Wow! Die Pyjama-Babys müssen zurück ins Bettchen gehen. Catboy, wütend zu sein, hilft nicht weiter. Ganz genau. Bleib cool, wie Meister Feng. Hört auf, mir zu sagen, dass ich nicht wütend sein soll. Ich bin wütend, wann ich will. Kümmert ihr euch um die Ninjalinos, während ich das Schwert zurückhole. Nachtninja, was? Jetzt ist Catboy auch noch auf uns wütend. Ja. Hey! Meister Feng ist besser, als du es jemals sein wirst. Ach, wirklich? Kann Meister Feng auch das hier? Oh nein! Ho! Oh. Ja! Ja! Hilf uns! Catboy, Hilfe! Aber sie arbeiten jetzt für mich. Was? Eulette, Gecko, haut ab von Romeo! Abgelehnt. Wir befolgen nur noch Anweisungen von Romeo. Das ist irgendwie seltsam hier. Catboy! Hier gibt's nichts zu sehen! Oh, wirklich? Dann werfen wir etwas Licht auf dieses Rätsel. Fellballattacke! Oh! Was? Wow! Greg, Amaya! Sie haben uns geschnappt, als wir draußen gespielt haben. Es war babyleicht ohne ihre Superkräfte. Aber wenn ihr in den Käfigen seid, wer sind dann die da? Halt dich von ihnen fern, Catboy! Moment, der Hauptrechner sagte was von Robotern. Das sind gar nicht Gecko und Eulette.
du hast gedacht, sie sind's. Obwohl's meine unglaublichen Roboterkopien sind. Du wärst jetzt auch eine, wenn ich meine Platine nicht verloren hätte. Ach, eine Platine? Meinst du die? Meine Platine! Sei dir nicht so sicher, Miezekätzchen. Bald sorgen meine Robos dafür, dass du auch in einen Käfig gesperrt wirst. Dann regiere ich die Welt und ihr könnt mich nie mehr aufhalten. Catboy, befrei uns, dann können wir dir helfen. Nicht ohne eure Kräfte, keine Sorge. Ich hole eure Pyjamas. Suchst du die hier, Katzenklo-Bubi? Oh? Ja, eure Pyjamas gehören mir. Und du jetzt auch. Wow. Diese Roboter haben die gleichen Kräfte wie Violette und Gecko? Oh nein, viel bessere. Sieh dir das an. Wow, extra Kräfte? Das ist unfair. Ich hab dich gewarnt. Es hat Jahre gedauert, um den Computer für die Superkräfte zu bauen. Aber jetzt sind meine Roboter unaufhaltbar und ich auch. Mein Schwanz ist eingefroren. Ha, eine kurzzeitige Wirkung. Gerade lang genug, um dich in einen Käfig zu sperren. Du bist dran, Robo-Gecko. Wow. Nacht-Ninja kann alles am besten. Mag ja sein, aber wir haben die Torte. Ja. Schnappt ihn. Cooles Chamäleon-Catboy, du hast sie gerettet. Wow, schaut euch mal diese Torte an. Oh, die ist katzenmega stark. Er will keine Meister-Fang-Torte, Catboy. Los jetzt. Aber... Hey, Leute, wartet! Was ist da los? Catboy! Hab sie! Danke! Und auf Wiedersehen! Ninjalinos, seid vorsichtig mit meiner Torte. Tut mir leid, Pyjama-Party-Pupser. Die Torte gehört mir. Ciao, ciao. Nein, warte. Was ist denn jetzt wieder? Wie wär's mit noch einem Partyspiel? Oder hast du Angst, dass wir diesmal gewinnen? Angst? Na gut, dann reise nach Jerusalem. Und der Sieger bekommt... Wow, so viele Meister-Fang-Luftballons. Ich schalte am Anfang gleich aus und hole meine Torte. Hier beschäftigt Nacht-Ninja so lange, bis ich es geschafft habe. Ihr dürft also nicht gewinnen. Luftballons, Luftballons. Alles klar, Catboy. Oh, okay. Ja. Also, wenn die Musik stoppt, setzen sich alle hin. Auf einen freien Stuhl. Musik. Du bist raus, Geburtstags-Dovi. Ach, ich glaub's nicht. Ich hab so ein Pech. Keiner besiegt Nacht-Ninja. La, la, la. Sieht nach einer einfältigen Eidechse aus. Hm? Oh. Oh nein! Wow. Oh nein, Gecko! Ha, das ist für dich, Spatzenherr! Ah. Super Katzentempo! Oh. Gib das Mikrofon zurück, du fiese Gaunerin! Ich stecke fest. Niemals! Ich kann bei Tag nicht zum Jaden Houston-Konzert gehen. Also soll das auch sonst niemand können. Ich hab Jadens Mikrofon und treff damit jetzt jeden Ton. Schnell, Luna Girl hinterher. Leute, wartet. Ich steck fest. Ich brauche Hilfe. Ich will die Karte haben. Ich helf dir. Aber ich will sie auch. Super Gecko-Muskeln! Alles okay, Eulette? Ja. Super. Und wer hilft mir jetzt, Luna Girl zu schnappen? Hörst du irgendwas, Catboy? Vielleicht
ein kleines Vöglein, das dir zwitschert, wem du die zweite Karte geben sollst? Eine schwierige Entscheidung. Naja, ihr seid beide meine Freunde. Was ist das? Cool, das ist deine Funkelblitzspielfigur. Oh, die habe ich schon überall gesucht. Aber du kannst sie so lange behalten, wie du willst. Danke, das ist sehr lieb. Wow! Ha! Ah! Alles okay, ich mach das schon. Schon gesagt. Ist ganz einfach. Warum lenkst du Luna Girl nicht mit deinem Superkatzentempo ab und ich flieg rein und hole den Ballon? Nein, hab alles im Griff. Meine unglaublichen Flugkünste werden Luna Girl besiegen. Auf keinen Fall. Das ist zu gefährlich. Schon okay. Ich kann das. Ich bin gut im Fliegen. Eulette, Catboy, ist es wichtig, wer fliegt? Warum macht jetzt ihr... Jetzt nicht, Gecko. Warte kurz. Okay, streitet euch weiter, Leute. Ich gehe und hole den Ballon. Ich glaube nicht, dass du fliegen musst, Eulette. Nicht, wenn ich das so gut kann. Richtig, Gecko? Hey, er ist weg. Ich fliege besser zu ihm. Catboy, warte! Entspann dich, Gecko. Ich kümmere mich darum. Was? Oh, das Schmusekätzchen ist da und will noch eine Flugstunde. Hä? Was ist jetzt los? Ah! Catboy! Macht Luna Girl das etwa mit ihm? Mal sehen. Euren Augen! Ja, tut sie! Mit ihrem Mondmagneten! Warte einen Moment. Ich wusste doch, dass ich den Roller kenne. Der ist nur ein getarntes Mondboard. Du hast ihm den sogenannten Roller gegeben. Es gibt gar keine Großtante Cynthia, oder? Du hast ihn die ganze Zeit ferngesteuert. Oh, nein, hab ich nicht. Wow! Da ist er. Wie lautet der Plan? Der Plan lautet, für euch beide zurücktreten und zusehen, wie Kick McGee die Sache regelt. Was? Niemals! Sie hat recht. Meister Feng wird die Situation retten. Wie wär's, wenn wir sie zusammen retten? Wie gestern Abend in der Sendung. Oder als Funkelblitz könnte ich vielleicht... Wir warten. Tolle Idee. Gehen wir. Hi-ya! Gib auf, Roboter. Entweder du bringst diese Spielplatzgeräte zurück oder du bekommst meinen Meister-Feng-Drachen-Kick zu spüren. Und meinen Kick-Magie-Schmerz-Tornado. Negativ. Hä? Du hast es so gewollt. Ha, 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 ja. Geht's euch gut? Alles klar. Meister Feng und Kick McGee sind super stark. Normalerweise krachen sie nicht aneinander. Können wir jetzt bitte zusammenarbeiten und den Roboter stoppen? Ich kann Funkelblitz sein. Tut mir leid, sie passt nicht zu Meister Feng. Du kannst Sloppy sein, sein Hundefreund. Bell, wenn Gefahr droht. Wuff, wuff. Aber ich will nicht bellen wie ein Hund. Hä? Hey, Pyjama-Pappnasen. Ich zeig euch, wie das geht. Jetzt ist Schluss mit lustig. Du hast auf mich zu hören. Der Roboter ist abgelenkt. Das ist unsere Chance. Du hast recht. Bereit, Kick McGee? Na, Logo. Mit meiner Supergeschwindigkeit mache ich einen superschnellen Kranich-Kick. Und ich setze meine Superkraft für einen Kick McGee-Powerschlag ein. Und was ist mit mir? Tut mir leid. Sloppy hat keine speziellen Fähigkeiten. Okay, gehen wir. Wie schon gesagt, ich will nicht Sloppy sein, aber dafür Funkelblitz. Du hast auf mich zu hören. Negativ. Ach, komm schon. Hey, Roboter, letzte Chance. Gib uns die Spielplatzgeräte zurück. Ihr werdet mir niemals meine neue beste Roboterfreundin wegnehmen. Ah, du sitzt in der Falle. Kick McGee und Meister Feng kriegen ihren Mann immer. Sogar einen Roboter. Und ich bin auch noch da. Hier ist Funkelblitz mit ihrem neuen, verbesserten, fliegenden Funkelblitz-Kick. Ich hab doch gesagt, ich kann nicht gut springen. Du kannst nichts dafür, dass du nicht gut genug für meinen Plan warst. Hä? Ich überleg mir sowieso bald einen anderen. Es wird Zeit, die Fernbedienungen rauszurücken, Spatzenhirn. Ruh dich etwas aus. Ah, genau, recht.
rechtzeitig, um ihr bei meinem Masterplan zu helfen. Deinem Masterplan? Oh ja. Diese Fernbedienung kann nur eine Person steuern. Aber wenn ich meine große, phänomenale Romeo-Fernbedienung mit diesen gestohlenen Teilen fertig gebaut und ihr noch einen Extraverstärker mit der Satellitenschüssel verpasst habe, dann werde ich alle Leute in der Stadt gleichzeitig steuern können. Du stellst eine Satellitenschüssel aufs Labor? Nein, einfältige Katze. Er. Das mache ich sicher nicht für dich. Doch, wirst du. Nicht kitzeln. Okay, okay. Hör auf, Pepper zu kitzeln, dann tu mir, was du verlangst. Und jetzt, Miezekatze und Schwarzenhirn, stellt meinen Satellitenturm auf. Währenddessen baue ich meine phänomenale Romeo-Fernbedienung fertig. Okay, ich habe einen Plan. Die kleine Fernbedienung ist in Romeos Rucksack. Während ich ihn ablenke, schleichst du dich hinter ihn und holst sie raus. Nicht übel, aber ich habe vor, die große Fernbedienung zu kriegen. Du lenkst ihn ab, ich schleich mich ins Labor und schnapp sie mir. Ich glaube, mein Plan ist sicherer. Ich habe nämlich vorhin Romeo an der Labortür rumspielen sehen. Das könnte eine Falle sein. Mach dir keine Sorgen. Ich bin der Teamleiter, also habe ich das Sagen. Na gut. Romeo, bitte hilf mir. Was ist denn, Schwarzenhirn? Dieser Turm, welche Stangen sind für die Querteile? Und wie hoch soll er werden? Oh, oh, ein Alarm. Moment, ich habe eine Idee. Super Katzentempo. Ups. So erwischen wir Romeo nie. Doch, das werden wir. Ich flieg hoch und lock ihn runter. Dann saust du mit Gecko auf deinem Fahrrad mit super Katzentempo vor. Genau. Und ich schnapp mir den Eulengleiter mit meiner Superstärke. Juhu! Hä? Catboy? Mein Rad kann weder Katzenschreie von sich geben, noch Fellbälle abfeuern. Ich fahr zurück und hol den Katzenflitzer. Und was ist mit unserem Plan? Los, lande, Romeo! Ich hab dich! Auf deinem Fahrrad? Vergiss es, Vögelchen! Du bist diejenige, die lachen wird! Jetzt haben wir Romeo am Wickel. Catboy, Gecko, los! Los? Ich bin allein. Wir brauchen Catboy. Noch ein kleines bisschen. Ciao, ciao, PJ Masks. Gecko, wo ist Catboy hin? Ich versuch mal den Grünen hier. Nein, nein, nein! Catboy, wir hätten vorhin deine Hilfe gebrauchen können. Romeo ist entwischt. Ich wollte euch gerade helfen, in meinem unglaublichen Katzenflitzer. Da kommt er! Schnell, versteckt euch! Der Eulengleiter war ganz in Ordnung. Aber vielleicht ist ein anderes ja besser. Ene, mene, mane, miste. Welche ist die nächste Kiste? Oh, ich möchte auf ihn morgen wirklich nicht vor allen spielen. Aber ich muss es schaffen. Ha! Ich habe einen Plan. Die Ninjalinos müssen sich jetzt vor Nachtninja fernhalten. Ich könnte mit meinem Superkatzenhüpfer über sie springen und sie damit einfangen. Und während Gecko sie ablenkt, schleich ich mich ran und schnapp mir die Instrumente. Niemand hindert uns daran, unser Konzert zu spielen. Das Konzert? Catboy! Catboy, pass auf! Wow! Super Gecko muss gehen! Der singende Nachtninja! Es kracht zusammen, es kracht zusammen! Super Gecko Tarnung! Was? Oh. Kommt mit, Ninjalinos. Mal sehen, wie ich im Raum nebenan klinge. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich habe an das Konzert gedacht und musste plötzlich ganz arg zittern. Ist schon gut. Aber wir müssen uns die Instrumente zurückholen. Ich weiß, euch ist das Konzert wichtig. Deshalb habe ich einen neuen Plan. Zuerst lenken Oilette und ich Nachtninja ab, indem wir so tun, als wären wir seine Fans. Hä? Popstar, Popstar, Popstar!
bin der beste Popstar! Ein Orchester sollte gehört und nicht gesehen werden. Du rockst, Nachtninja. Deine Stimme ist unglaublich. Endlich schnallt ihr, wie gut ich bin. Oh, wir sind mega Fans von dir. Wisst ihr, ich bin nicht bloß ein Sänger, sondern auch ein Tänzer. Ich wette, das könnt ihr nicht. Ach, könntest du nur bei unserem Konzert mitmachen. Oh, das Konzert! Nein! Nein!